Es ist Freitag, der 30.08. 13 Uhr. Zeit für weitere Friday Facts mit Resource Search and Assembler GUI Improvements. Willkommen zurück zu den Friday Facts 426. Die Ressourcensuche und Verbesserung der Assembler-Benutzeroberfläche. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ne? Oberflächen-Updates finde ich immer sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn sie dann auch relativ hilfreich sind. Und gerade bei den Ressourcen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Es ist die gleiche alte Geschichte. Eine Funktion, die wir uns schon lange gewünscht haben, die aber nie hoch genug auf der Prioritätenliste stand. Mit mehr Ressourcentypen wurde es etwas wichtiger, eine Möglichkeit zu haben, Ressourcen in der Kartenansicht zu finden. Und mit der neuen Kartensuche war es endlich an der Zeit, sie umzusetzen. Wir haben hier jetzt eine Remote View Ansicht. Wir können oben quasi jetzt einfach Iron eingeben und sehen hier bereits schon, wie alles angezeigt wird. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich sehe auch hier Occupied. Ich vermute mal, das sind die zwei. Ne? Also quasi, die sind bereits angeschlossen. Kann ich hier direkt sehen. Und wir sehen halt hier dann den Rest des Eisens, das halt entweder hier angezeigt wird oder sogar außerhalb der Karte. Es wurde einige daran gearbeitet, die Leistung zu verbessern. Das Spiel verfolgt nicht alle generierten Erze, da es einfach zu viel davon gibt. Daher musste die Suche jeder Karte im vierten Block überprüfen, um sie alle zu finden. Wir führen die Suche in einem separaten Thread aus und füllen das Endergebnis erst aus, wenn es fertig ist. Auf diese Weise kommt es bei der Suche auf einer großen Karte nicht zum Stottern. Wir haben außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, das Ressourcenfelder zu fixieren. Die Anzahl der verbleibenden Erze wird aktualisiert, wenn das Feld abgebaut wird. So können Sie den Fortschritt im Auge behalten und wissen, wann ein Feld zur Neige geht. Oh, das ist interessant. Okay. Weiß nicht, ob ich sowas... Aber was ich natürlich cool finde, ist, dass ich es halt hier oben mit der Maus drauf gehe und kriege halt wieder dieses Vorschaufensterchen, dass ich auch sofort sehe, wie sieht es denn da gerade momentan aus am Erzfeld. Sowas mag ich immer sehr. Ist die Frage, ob das nur ein Dropdown ist, wenn ich mit der Maus drauf bin oder ob ich das anklicken kann. Weil wenn ich es anklicken kann, bleibt das Fenster ja offen und dann wäre es natürlich geil, wenn ich mit Factorio Reach hier rumfummeln könnte. Aber ich... Was mir fehlt, ist so ein Button spring hin. Das würde mir noch fehlen. Weil ich sehe hier nur ein Bearbeiten. Ich sehe einen Eimer zum Löschen. Ich sehe aber nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt dahin springen mit der Karte. Weil dann könnte ich es mit Factorio Reach machen. Mal gucken. Die Suche hilft auch dabei, ein weiteres Problem zu lösen. Je nach Kombination aus Ressourcen und Geländefarbe könnte die Ressource schwer zu erkennen sein. Einige von uns hatten beispielsweise Probleme, in den dunklen Vulkanusbiomen Kohle zu finden. Echt? So dunkel ist das doch. Ja, okay. Ist halt blind, ne? Die Ressourcenhilfe, dieses Problem zu lösen, da die Hervorhebung sehr auffällig ist. Klar, ich meine... Allein dadurch, dass es halt weiß umrandet wird und dann halt auch noch die Zahl draufsteht. Definitiv. Guck mal, was für ein primitives Schienensystem. Ne? Nicht mal hier. Was ist denn das hier für eine Kurve hier? Eieieiei. Hohes Meckern auf hohem Niveau. Tooltyp für den Durchsatz bei der Rezeptherstellung. Oh. Es war immer eine kleine Debatte, wie viele Werkzeuge wir dem Spieler geben sollten. Wenn es darum ging, Durchsatz und Verhältnis zu berechnen, wollten wir lieber mehr dem Spieler überlassen. Persönlich mag ich es, mit einem Rezept anzuschauen, ein bisschen zu analysieren, um herauszufinden, wie ich die Dinge bauen möchte und dabei zu berücksichtigen, welche Art von Bändern und Modulen ich zur Hand habe. Im Basisspiel ist das kein Problem, da die Zahlen normalerweise schön rund sind. Aber in Space Age würde es ein Chaos werden, wenn man Folgendes berücksichtigen müsste. Maschinenqualität beeinflusst die Geschwindigkeit. Die Modulqualität beeinträchtigt die Geschwindigkeit und Produktivität. Integrierte Produktivität, spezialisierte Maschinen, Technologien, die die Rezeptproduktivität steigern, Beacons mit Modulen unterschiedlichen Qualitäten und die Anzahl und Qualität der Beacons beeinflusst die Sendeleistung. Ja, aber eigentlich, weil sie ja schreiben, im Basisspiel ist das kein Problem, stimmt aber auch nicht so ganz, weil du selbst im Basisspiel hast du Beacons, du hast Montagemaschinen 1, 2, 3 und du hast Speedmodule. Also selbst da finde ich es persönlich, deswegen habe ich immer... ungern Beacons und Module verwendet, weil mir das immer meine Rechnung durcheinander bringt. Wenn ich mal rechne, ne? Bin jetzt auch nicht so der große Rechenfan. Und ich weiß, ja, jetzt kommt wieder, da gibt's Mods, Dossi, Hellmod. Ja, ich weiß, ich kenne diesen Mod. Dankeschön. Ganz zu schweigen davon, dass wir viele neue Rezepte haben, mit denen die Spieler noch nicht vertraut sind. Diese Faktoren haben uns dazu gebracht, dem Tooltip der Handwerksmaschine endlich einige Informationen hinzuzufügen, um zu zeigen, was die Maschine tatsächlich produzieren wird. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das aussieht.
Wir haben jetzt hier eine Maschine. Wir sehen jetzt hier Crafting Speeds sind jetzt hier 14,08. Also man sieht auch hier jetzt schon die sehr unrunden Zahlen mit 0,8 und 604%. Aber was wir hier jetzt sehen ist, der Verbrauch und die Herstellung pro Sekunde. Alter, 56 Circuits pro Sekunde, das ist aber ordentlich. Qualität minus 8, Produktivität haben wir 100%, die Pollution haben wir noch mit dabei, klar, und das kennen wir ja alles schon bereits. Gut, wir haben jetzt hier auch 8 Beacons, die hier erreicht sind, das erklärt auch. Und wir haben natürlich die Electromagnetic Plant, ne, die neue Anlage, die ja eh extrem krass ist. Ich meine, Crafting Speed von 14 ist schon ordentlich. Da weiß man auch, warum es A, neue Fließbänder gibt und B, die Möglichkeit gibt, Items zu stapeln, ne? Wenn da einfach 56, wenn man bedenkt, ein Stack ist 200 groß, ne? Das ist ein Viertel von einem Stack in einer Sekunde. Das ist krank. Das ist richtig krank. Aber man sieht auch hier unten, ne? Stromverbrauch sind wir halt gleich mal bei ein einziger Maschine bei 22 Megawatt fast. Das ist halt auch heftig. Heftig, heftig. Assembler-Rezeptinfos. Das Aussehen der GUI der Assembler-Maschinen blieb lange Zeit relativ unverändert. Im Space Age bedeuten neue Mechaniken oft neue Überlegungen und die Assembler-GUI ist da keine Ausnahme. Die Produktausgabeplätze der Montagemaschine zeigen die Rezeptinformationen als Tooltip an. Das ist schön und hat gut funktioniert, aber wir haben einige Probleme entdeckt. Aufgrund der Rezeptinformationen können wir tatsächliche Artikelinformationen nicht anzeigen. Dadurch entgehen uns Informationen darüber, wie verdorben der Artikel im Ausgabeslot ist. Ein Altklick auf das Ausgabeslot öffnet die Factoriopedia, allerdings für den Artikel, nicht für das Rezept. Bei vielen neuen alternativen Rezepten war das ärgerlich. Das heißt, wir haben jetzt hier, wir können nicht erkennen, wie stark die Nährstoffe verdorben sind. Ja, das ist richtig. Ich sehe halt hier, dass wir einen Trash kriegen und so ein Kram, aber sonst halt nix. Yummy Value. Yummy Value. Durch Klicken bei gedrückter Alt-Taste auf diesen Steckplatz wird nur die Struktur geringer Dichte geöffnet. Ja, okay. Oh, das ist so crazy, die neuen Icons hier zu sehen, ne? Das hier. Und auch das hier. Deshalb haben wir die Rezeptinformation vom Slot getrennt. Was die Sache einfacher macht. Das heißt, wir haben jetzt, dadurch können wir klar trennen, wo es um das Rezept geht und wo es um einen einzelnen Artikel geht. Das Rezeptsymbol, der Rezeptname, zeigt den Rezept-Tooltip. Wenn Sie darauf klicken, wird die Factoriopedia für das Rezept geöffnet. Der Produktplatz verhält sich wie jeder andere Inventarplatz. Der Tooltip ist für die bestimmte Artikel und Altklicken öffnen dieses Artikels in Factoriopedia. Also hier sehe ich doch jetzt keinen Unterschied, oder? Zudem. Da ist nichts neu, ne? Also hier, ne, haben wir immer noch das hier. Okay, ich glaube, hier kommt erstmal die Änderung. Ach, komm. Ach, warte mal, das hier ist neu. Das da ist neu, ne? Stimmt, das gibt's da oben nicht. Da oben, das hier gibt's nicht, da oben. Okay, also das, die Schrift kam hier hinzu in diesem Fenster. Und jetzt kann ich mit der Maus auf die Schrift gehen und krieg quasi die Information hier zu. Ich kann aber auch hier drauf gehen und sehe jetzt hier quasi vom Nutrit die Freshness. Der neue Wert, ne? Von Gleber. Okay. Auf diese Weise wird auch der Name des Rezepts angezeigt, wenn Sie damit nicht vertraut sind, da Sie vorher nur das Rezeptsymbol zurückgreifen. Ja, eben. Ist eigentlich nicht schlecht, weil, ich musste halt so. Ja, stimmt. Man hatte halt immer das hier, ne? Man ist halt hier drauf gegangen und dann hatte man hier halt den Namen des Rezepts. Wie man ja auch hier sehen kann. Das finde ich. Ich finde, es sieht auch ganz, ganz hübsch eigentlich aus. Vor allem ist hier die Kombination aus den Icons. Ne? Du hast hier oben die Icons, was ich brauche. Gut, das Kunststoff fehlt jetzt hier. Und unten hast du das Icon, was es gibt. Das sieht man hier. Sieht man das hier auch? Ah ja, guck mal, hier sieht man es auch. Sehr schön. Also eine schöne Kombination auch. Also, ist eigentlich eine ganz nette Sache. Gut gelöst. Ich denke, das hilft dem einen oder anderen Spieler wieder ein bisschen mehr. Haut mich jetzt natürlich nicht ganz so von den Socken. Was mich von den Socken haut, ist definitiv das hier, die Anzeige hier. Die finde ich ganz cool. Gerade das hier. Weil wenn mir immer angezeigt wird, was ich pro Sekunde erzeuge, kann ich auch deutlich besser rechnen. Weil damit kann ich halt auch dann wieder mit den Fließbändern arbeiten, weil wir da auch die Sekundenanzeigen haben etc. pp. Und ich muss mir jetzt nicht mehr überlegen, okay, Crafting Speed geteilt durch das, mal das. Gib mir den Helmut. Ich mag den Helmut nicht so. Der ist riesig und komplex.
Er funktioniert ja, aber er ist komplex. In diesem Sinne, ja, das war's schon wieder mit der FFF426. Ich denke, ja, wir nähern uns immer mehr. Der Oktober ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ich freue mich riesig drauf. Könnt gerne mal eure Meinung natürlich wie immer gerne in die Kommentare reinhauen, was ihr von den kleinen, aber feinen Detailneuerungen hier haltet. Würde mich drüber freuen natürlich. Auch freue ich mich natürlich, wenn ihr neu sein solltet und nichts mehr verpassen wollt, dann einfach gerne ein Abo dalassen. Ansonsten kommt auch gerne mal rüber zu Twitch. Da bin ich auch live. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich supporten wollt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Es gibt mittlerweile auch eine sogenannte Kanalmitgliedschaft auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne, Dankeschön fürs dabei sein. Ich drücke auf die Rakete. Vielen Dank für euer Interesse. Macht's gut, haut rein und habt alle ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.